Heute schauen wir uns mal wieder ein Case aus dem Hause Fractal Design an, das Fractal Design Era ITX. Wie man schon erkennen kann, ist dies ein recht kleines Gehäuse mit den Maßen 166, 310, 325 mm. Anschlusstechnisch finden wir hier in der Front unseren Powerbutton, einen USB 3.2 Typ C Anschluss, zwei weitere USB 3.0 Ports und eine kombinierte Audiobuchse für unser Headset. Schauen wir uns einmal die Oberseite an, finden wir hier ein recht großes Meshgitter, welches ordentlich Luft durchlässt. Sollte man nicht wirklich Airflow benötigen, hat man auch die Möglichkeit, eine recht schöne Glasplatte hier oben aufzulegen. Diese ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Designtechnisch hat sich Fractal Design natürlich nicht lumpen lassen und dieses Case natürlich auch in weiteren Farben produziert. Hierbei gibt es einige Modelle, die keine Glasoberseite haben, sondern hier bekommt man eine recht schicke Holzplatte, die oben aufgelegt werden kann. Ganz auf Airflow muss man natürlich hier auch nicht verzichten. Es gibt kleinere Abstandshalter unter der Glas- bzw. der Holzplatte, wo rundherum immer noch etwas Luft durchkommt. An den Seiten gibt es ebenfalls Luftschlitze und Löcher, die für den Airflow sorgen. Nimmt man das Seitenteil ab, sieht man, dass dieses auch wieder perfekt ohne Schrauben gelöst ist und wird einfach nur aufgesteckt. Auf der Innenseite gibt es dann noch einen Staubfilter, der das Eindringen von Staub verhindert. Schauen wir uns die Rückseite an, sehen wir, dass wir hier schon einen 80 mm Lüfter verbaut haben und wir haben zwei weitere Slotblenden für die Grafikkarte. Schauen wir uns jetzt einmal die Innenseite an, sehen wir als erstes die Halterung und hier haben wir die Möglichkeit, zwei 2,5 Zoll SSDs oder eine 3,5 Zoll HDD zu befestigen. Rechts daneben haben wir eine Halterung für ein SFX-Netzteil. Nehmen wir diese raus, können wir hier natürlich ein handelsübliches ATX-Netzteil verbauen. Ebenfalls haben wir in diesem kleinen Case die Möglichkeit, wenn wir ein SFX-Netzteil verwenden, in der Oberseite einen 240 mm Radiator zu verbauen. Sollten wir ein normales Netzteil verwenden, können wir hier zusätzlich einen 120 mm Lüfter oder einen 120 mm Radiator verbauen. Sollte keine Grafikkarte verbaut werden, hätten wir sogar die Möglichkeit, in der Unterseite zwei weitere 140 mm Lüfter einzubauen. Mainboard-technisch muss man hier natürlich auf ein Mini-ITX Mainboard setzen. Dabei ist zu beachten, dass die Höhe des CPU-Kühlers maximal 120 mm betragen darf. Bei der Grafikkarte dürfen es hingegen 295 mm sein. Hierbei ist natürlich auch zu beachten, wie weit ihr das Netzteil mit dem Bracket nach unten setzt. Mit einem SFX-Netzteil hätte man sogar die Möglichkeit, zwei 3,5 Zoll Festplatten oder sogar vier 2,5 Zoll SSDs zu verbauen. Gut gelöst ist auch das Kabel vom I/O-Panel. Dies ist ein Flachbandkabel und so auch noch etwas einfacher zu verlegen. Wie ich finde, ist das Case optisch ein Highlight, gerade mit seiner tollen Oberseite. Ich finde, dieses Case passt nicht nur gut auf dem Schreibtisch, sondern auch als Konsolenalternative ins Wohnzimmer. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo freue ich mich natürlich sehr. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.